Jetzt Gang der Genius und so lange irgendwie einen Stalker nach den anderen down. Ja, wirklich. Ja, jetzt muss ich Nessie nochmal zurückziehen, auch können wir mal einige Länge nach und dann muss jetzt auch Genius zurück. Will aber anscheinend weiter pushen, aber das mache ich mit diesem. Pause ich mal kurz an dieser Stelle. Jetzt mache ich mit diesen Overcommitten. Wir sehen also, wir können ein bisschen zurückspulen. Bisschen zurückspulen, noch ein bisschen. An dieser Stelle hier, also an dieser Stelle, als er die, vielleicht noch ein bisschen zurück, da ein bisschen zu viel. So, 8-fach Speed, los geht's. Hier, also jetzt wird der Piling gesetzt. Hier sah es wirklich gut aus. Er musste mit seinem Mutas Muster zurückziehen, um den Push halten zu können. Auch noch sehr viele Stalker. Und ja, und jetzt gleich die nächste Wave an Units reinkommt. Also hier sah es wirklich sehr gut aus für Genius. Konnte hier einiges reißen und. Und jetzt wirklich. Hätte einfach mal ein bisschen mehr Hit and Run gearbeitet. Das wäre wirklich sehr easy gewesen, nebenbei zu expandieren, und das ist genau das, was auch viele Caster und viele Spieler sagen, dass wenn man pusht, das ist natürlich mit neuen Gateways, ist es natürlich sehr schwer, was anderes zu machen als zu pushen. Wenn man pusht, ist es wirklich so einfach, nebenbei eine Exe aufzuziehen, und man sieht bei vielen Spielern, dass sie erst expandieren, wenn der Push fehlgeschlagen ist. Aber das ist ja natürlich nicht wirklich schlau, wenn man pusht und nebenbei eine Echse hochzieht, dann ist die Echse fertig, und wenn man dann rückwärts gegangen ist, dann läuft schon langsam die Echse, und so kann der Zerg sich einfach drauf was für ein Race auch immer, kann sich auf einen großen Push einstellen gegen diese Echse und könnte dann das Spiel so dadurch gewinnen. Aber sehen wir mal, spielen wir hier ein bisschen weiter. Wir sehen hier, ja. Hier waren wir. Ist jetzt hier ein Rückwärtsgang. Der Genius lässt noch mal ein paar Units reinwarpen. Ein paar Sentries, ein paar Zealots, ein paar. Mal sehen hier. Hier zum finalen Push. Er will wirklich mit diesem Push das Game beenden. Im Moment kann er, es ist auch wirklich viel zu spät, jetzt was anderes aufzuziehen in diesem Spiel. Ja, wir sehen, Roaches kommt von oben und wird der. Army wird gesplittet. Oder ist verbunkert, ist gebunkert hier. Die Army kommt nicht mehr raus. Und es ist wirklich, wirklich, ja, es sieht wirklich sehr schlecht aus für Genius. Die Main ist fast mined out. Er hat keine weitere Echse. Push ist fehlgeschlagen. Dann kommt auch das GG. Das ist genau das, was ich meinte. An dieser Stelle. Das sah wirklich sehr gut für ihn aus. An einer gewissen Position. Und ich hab's. Und es wäre wirklich. Also er hätte weiter auf Gate gehen. Das war kein Problem gegen Roaches. Das ist wirklich kein Problem. So, wenn man ordentlich Stock hat, dann gewinnen die gegen Roaches. Und wenn die ordentlich getecht sind. Aber man braucht halt ungefähr genauso viele Minerals wie der Zerg. Oder am besten sogar mehr. Und das ist genau das Ding, was ich meine. Hätte er einfach mal nebenbei expandiert, dann sehe es vielleicht anders aus. Dann sehe es vielleicht wirklich anders aus. Er hätte nicht unbedingt die ganze Zeit aggressiv spielen müssen. Mit neuen Gateways kann man natürlich sehr schnell aggressiv spielen. Also ich meine, das ist natürlich, wenn der Zerg zum Push ansetzt und er dann gezwungen ist, sich erstmal zurückzuziehen, dann kann man natürlich mit neuen Gateways wirklich sehr schnell pushen. Wenn man sehr schnell Units ran, oft peilen, kann man natürlich immer für sehr viel Reinforcement sorgen. Was man auch an dieser Stelle gesehen hat. Aber die Wave an Units vom Zerg, die kommt natürlich auch sehr schnell. Durch das Creep sind sie natürlich auch schnell wieder im Fight. Und das ist, was man nicht meinte mit diesen Overcommitten. Wenn der Zerg kann, wenn er hatte ja, als er hier diesen großen Push angesetzt hat, hat er schon die Echse ordentlich am Laufen. Und dann sehen wir auch hier ungefähr 500 Unterschiede im Kommen. Und dann kann er einfach ungefähr, wenn zwar die Wave an Roaches stirbt, dann kommt halt die nächste und dann kann wieder den nächsten Push schalten, dann kommt wieder der nächste Warp in vom
Toss, aber dann kann er wieder mit der nächsten Wave an Roaches wieder diesen Push halten. Und das ist genau das, was ich meinte. Das ist wirklich sehr, was man sehr vielen. Das ist wirklich, das hat Nesty auch sehr gut gemacht. Hat jetzt nicht irgendwie versucht, noch zu experimentieren, wie auf Infestors oder irgendeinen anderen Kack zu gehen. Vielleicht hätte er auf Hydras gehen sollen und nicht auf Mutas. Dann hätte er diesen Gate-Push, dann hätte er gezwungen, Genius auf den Tech gehen zu lassen. Aber allgemein, das ist das, was ich meine mit Overcommitten. Lieber safe spielen, als alles auf einen Two-Base-Push auslaufen zu lassen. Ja, das war's erstmal von mir. Ich hoffe, euch hat der Cast gefallen. Schreibt mir bitte, ja, was man verbessern kann, was ihr gut fandet. Kritik ist immer erwünscht. Ja, das war eure Mew und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten gecasteten Game in der Reapmoor StarCraft 2 Liga oder im nächsten VOD. Ja, bis dann und tschüss.